Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Anknüpfend an die letzte Folge, thematisch, sind wir heute nochmal mit dem Metronom unterwegs, allerdings heute in Form einer Führerstandsmitfahrt. Das ist zwar, die Strecke haben wir im Wesentlichen schon des Öfteren mal befahren, allerdings nicht über die ganzen Zwischenhalte. Also wir fahren tatsächlich komplett von Königsburg bis Karlsberg runter über die ganze Kartenlänge. Aber ich meine, dass wir bislang immer nur mit dem Fernverkehr unterwegs waren. Und heute ändern wir das mal ein bisschen und fahren halt wirklich mit einer Regionallinie mit dem Metronom und machen Zwischenhalt, ich glaube, in so ziemlich allen Bahnhöfen, die sich da so unterwegs befinden. Das wird performancemäßig stellenweise immer mal wieder ein bisschen schwieriger werden. Das ist, liegt einfach in der Natur der Sache. Ich habe dann auch während dem Video immer mal wieder gestoppt und habe einfach die Grafikoptionen noch mal ein bisschen runtergeschraubt, um die Sache ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen. Naja, so der letzte große Stellschraube, die ich glaube ich noch habe, ist dann tatsächlich das Ganze mal im normalen Full HD zu versuchen. Also normalerweise sind meine Videos ja in 2K aufgenommen. Und drunter möchte ich auch wirklich extrem ungern gehen. Also das ist schon der Anspruch, den ich habe an die Videos. Aber ich werde es mal bei Gelegenheit, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, versuche ich das einfach mal. Nehme mal eine komplette Fahrt in Full HD auf und lade das hoch und schaue mir das Ergebnis dann auf YouTube an. Und wenn man sich's anschauen kann und wenn die Performance dadurch erheblich verbessert wird, dann werde ich halt einfach in den sauren Apfel beißen müssen und die zukünftigen letzten Führerstandsmitfahrten, die wir hier noch so veranstalten werden, einfach nur im stinknormalen Good Old Full HD präsentieren. Aber schauen wir mal. Also ich bin trotzdem, wie gesagt, bin mit den Grafikeinstellungen einfach für diese Fahrt ein bisschen runtergegangen. Man kann das auch ganz gut erkennen. Also die Schatten sehen einfach nicht so schön aus. Ich bin mit dem Anti-Aliasing ein bisschen runtergegangen und habe einfach alles insgesamt ein bisschen runtergedreht. Und ich denke mal, es ist schon noch erträglich. Und das ist ja auch nicht in allen Bereichen so schlimm, sondern natürlich vor allen Dingen stottert es dort, wo einfach massiv viele Details verarbeitet wurden. Das liegt halt einfach in der Natur der Sache. Darf ich mich auch nicht beschweren. Das Spiel war für sowas, glaube ich, nie gedacht, was ich hier so veranstalte. Ja, wir verlassen Königsburg. Das ist hier noch die letzte S-Bahn-Station im Stadtgebiet. Dann geht's raus aufs Land. Die Schwellen sehen halt schon relativ mies aus bei dieser Grafikeinstellung. Das ist eigentlich das Einzige, was so wirklich ins Auge sticht. Mit dem Rest kann ich schon leben. Hier drüben haben wir noch die große Schrebergartenkolonie im Königsburger Westend. Links von uns die Schnellfahrstrecke, die wir schon des Öfteren mal hoch und runter gefahren sind mit diversen Zügen. Und heute geht es ein bisschen gemütlicher zu. So, dann hier schön die Rampe runter. Gleisgeschwindigkeiten sind trotzdem nicht zu gering in diesem ganzen Abschnitt. Da geht es dann schon mal kurzzeitig bis Richtung 160 km/h hoch. Da kommt uns der Schweizer Kollege entgegen. Das dürfte der Giruno sein, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist ein bisschen flotter unterwegs. Hier im 200 km/h Abschnitt. Und wir erreichen Irschenberg. Hier auch schön aufgetrennt, rechts im Bild, das sind die S-Bahn-Gleise, hier die Regionalgleise. Und links rauscht der Fernverkehr ohne Zwischenhalt durch. Hier auch noch die etwas älteren Bahnsteigelemente verbaut, so die niederländische Variante. Gab es diese ganzen deutschen Bahnsteige noch nicht. Und hier endet dann auch das S-Bahn-Netz. Zweigt hier nach rechts ab. Müssen wir natürlich auch noch thematisieren, wenn das mal fertig ist. Aber da fehlt auch noch viel. Da müssen noch ein, zwei Stationen müssen noch fertig gebaut werden. Und dann können wir da auch endlich einen Haken drunter machen. Das ist noch eine der letzten Baustellen, die ich noch so habe auf der Karte. Und tatsächlich noch ein bisschen mehr zu tun ist. Also ich habe es ja letztes Video schon erwähnt. Normalität hinsichtlich der Folgen und des normalen Veröffentlichungsrhythmus
wird es erst wieder irgendwann im Oktober geben und ich hoffe auch gleichzeitig, dass es mir gelingen wird, dass ich im Oktober die komplette Karte einfach fertig bekomme. Dann die letzten Videos noch abdrehen sozusagen und dann mit einer neuen Karte durchstarten. Naja, und eine der letzten Baustellen, die da eben noch geschlossen werden müssen, ist eben die besagte S-Bahn-Linie. So, aber darum soll es nicht gehen. Wir bewegen uns weiter Richtung Friedrichsburg. Nächster Zwischenhalt ist hier vorne Großhartau. Und es ist allemal nett anzusehen hier. Kleiner Knick hier links in den Gleisen. Die Feinheiten, die man tatsächlich auch oftmals erst bei so Führerstandsmitfahrten heraussehen kann. Auch hier kann man noch schön erkennen, an den Bahnsteigen, da ist halt noch viel Eigenbau mit dabei, weil ich da einfach nach Methoden gesucht habe, wie man die normalen Vanilla-Bahnsteige irgendwie so hinbekommen kann, dass die eine vernünftige Bahnsteigkante bekommen. Und da gab es eben auch dieses ganze Bahnsteigspaket noch nicht. Und dann habe ich mir hier versucht, das Ganze irgendwie mit der Modbox so ein bisschen besser hinzubekommen. Ist halt Improvisation. Und zum Glück auch heute nicht mehr notwendig. Dann das Gleis, was hier gerade ausführt, ist auch des Öfteren mal befahren. Ab und zu kommt hier ein Güterzug vorbei und nutzt das hier als Ausweichgleis. Damit der hier vom Personenverkehr überholt werden kann. Und der nächste Halt ist dann Wurmberg. So, das Signal ist irgendwie ein bisschen unschlüssig, wie mir scheint. Das ist halt ein bisschen schade in diesen Führerstandsperspektiven, ne? Dass die Signale immer irgendwie so flackern und man nicht wirklich erkennen kann, was jetzt eigentlich das Signalbild sein soll. Aber gut, muss man halt mitleben. Hier ist nicht zu ändern. So, weiter geht's. Kurzes HP0, wir wechseln nochmal die Perspektive. Wir sitzen wieder im Führerstand. Links im Bild, man kann es so ein bisschen erkennen, erahnen, da ist auch dieser große Campingplatz, der dort mal irgendwann entstanden ist, idyllisch an der Schnellfahrstrecke und der Autobahn gelegen. Was will man mehr? Die große Autobahnbrücke hier. Die A7 zwischen Königsburg und Friedrichsburg. Auch hier haben sich die Sprayer ziemlich ausgetobt im Laufe der Zeit. Hier links im Bild auf der Schnellfahrstrecke kleines nettes Detail, eine Überleitstelle für mehr Flexibilität im Schienennetz. Und die Baureihe 120 lässt sich blicken. Bei mir noch im Betrieb, in der Realität glaube ich mittlerweile ausgemustert. Zumindest bei der Bahn. Fährt möglicherweise noch bei irgendwelchen privaten Betreibern. So, dann kommen wir nach Wurmberg, die letzte Station auf dem Weg nach Friedrichsburg. Und wenn man sich das Bremsverhalten so anschaut, also ich glaube, das kommt schon, also man merkt schon bei den Mitfahrten, dass ich diese Mod mit dem realistischen Bremsverhalten installiert habe. Ich habe vergessen, wie die heißt, aber es gibt ja eine Mod, die eben genau das beeinflusst, dass die Züge eben nicht so eine Vollbremsung hinlegen. Irgendwie mit 100 Sachen in den Bahnsteig reingerauscht und dann Handbremse angezogen. Also das wirkt schon deutlich realistischer und viel, viel angenehmer anzuschauen. Also das war auf jeden Fall ein super Hinweis, der von euch kam, dass ich doch diese Mod mal installieren sollte. Hat sich absolut gelohnt. Richtig schöne Geschichte. Realistic Deceleration oder so ähnlich heißt der, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ist mir entfallen. Der korrekte Name. So, bisschen längeres HP0. Gelegenheit, den ganzen Verkehr hier nochmal ein bisschen zu beobachten. Bisschen Däumchen drehen im Führerstand.
Da fährt er inzwischen doch allerhand durch die Gegend. Das dürfte die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft sein, nehme ich mal an. Da kommt der Giruno wieder, der uns vorhin entgegenkam. Und weiter geht's. Am Gewerbegebiet vorbei. Links schön parallel der Verlauf der Autobahn. Das sind schon nette Bilder hier in dem Bereich, muss man schon sagen. Ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich war ja sowieso 3 Wochen oder fast 4 Wochen raus. Das war schon cool, dann zum ersten Mal hier wieder aufnehmen zu können nach so langer Zeit. Hat zwar war auch eine schöne Pause, wenn man mal gar nichts machen kann, selbst wenn man wollte. Also es war schon nicht so schlecht, aber auch einfach ein schöner Moment, die Kiste wiederzubekommen und hier wieder aufnehmen zu können. Das war schon ja, sehr, sehr cool. So, dann sind wir hier nochmal bei dem Überwerfungsbauwerk. Wir hatten das in der letzten Folge schon nochmal so ein bisschen im Fokus. Da wartet auch ein Metronomski am HP0. Vorne ist dann auch schon das Einfahrsignal für den Friedrichsburger Hauptbahnhof. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal kurz zum Stehen kommen. Hier dieser Mini-Güterzug, so eine Art Zubringerzug. So, Friedrichsburg voraus. Da sind wir fast in der Mitte der Karte angekommen. Hat doch eine ganze Weile gedauert. So, das Signal hat sich nochmal anders überlegt. Und wir kriegen Einfahrt in Friedrichsburg. Und den Bahnhof dort nochmal das Upgrade mit der Bahnsteigshalle zu verpassen irgendwann, das war auch echt eine prima Idee. Kommt einfach gut. Wird ein bisschen schwieriger wieder hier mit der Performance. Aber hier ist natürlich auch einiges los. Also die Sims, die hier am Bahnsteig stehen, die habe nicht ich dahingestellt. Ne? Die sind tatsächlich alle, haben ein Reisebedürfnis. Die sind hier tatsächlich mit den Zügen unterwegs. Aber ist ja schön, dass meine Züge so gut angenommen werden. Aber schon jede Menge los, ne? Also für meine Verhältnisse. Ich habe ja jetzt keine 50.000 Sims auf der Karte, aber das ist schon ganz ordentlich, was hier so unterwegs ist. So. Circa Halbzeit. Friedrichsburg Hauptbahnhof. Der Giruno wird noch korrekterweise vor uns auf die Strecke gelassen. Und dann machen wir einen ganz kleinen Cut. Ich habe dann irgendwie, habe ich die Linie verbummelt. Also der ist dann einfach wieder, ich glaube, der hat umgedreht. Also ich habe den falschen Zug gewählt. Deswegen sind wir jetzt nochmal, wir gehen einen kleinen Schritt zurück, sind auf einer anderen Linie jetzt in einem anderen Zug und fahren nochmal nach Friedrichsburg rein und gehen dann auf die letzten Etappen Richtung Karlsberg Hauptbahnhof runter. Also nochmal HP0, Einfahrsignal, Friedrichsburg. Bisschen den Zugverkehr beobachten, bevor wir dann Einfahrt erhalten. Nettes kleines Detail, was ich auch bislang sehr, sehr wenig benutzt habe. Rechts oben, ihr seht das, die Speiseleitung. Das kam ja auch noch irgendwann als Mod dazu. Kann man schön an die Oberleitungsmasten dran snappen, dran bauen. Und kann auf diese Art und Weise tatsächlich eine Speiseleitung verlegen. Ist vielleicht hier in dem Bereich nicht ganz ideal geworden. Ich glaube, hier habe ich das tatsächlich einfach mal ausprobiert. Aber werde ich natürlich auch in Zukunft noch öfter benutzen. Weil das ist schon ein sehr, sehr cooles Detail. Wenn man da tatsächlich die Drähte dranhängen hat, die Speiseleitung, das ist schon verdammt gut. So, die Loküberstellung ist auch fleißig unterwegs. Wir überbrücken die ganze Sache mal ein bisschen. Einfahrender Railjet, ausfahrender Metronom. Ja, ich bin schon ganz angetan von dem ganzen Verkehr, was auch im Hintergrund auf der Straße, was da so alles los ist. Das wirkt mittlerweile schon an vielen Stellen der Karte wirklich sehr lebendig, wie ich finde.
Also das sind schon schöne Bilder hier. So, nochmal ein kleiner Zeitsprung. Ausfahrender ÖBB Intercity. Das dürften die Euro-FIMA-Wagen sein. Glaube ich zumindest. Und noch mehr ÖBB. Ein Doppelstock-Wiesel mit, ich glaube, einer 1144. Der Alpenstaubsauger. Super Name für den Look. So. Eine Geduldsprobe. Da kommt auch nochmal ein bisschen was bunt gemischtes hier ausgefahren mit einer 101 vorgespannt. Das dürfte der italienische Zugverband sein. Nett anzusehen, die Farbgebung. Okay. Jetzt aber das Ganze nochmal von vorn. Also doch mal nach Friedrichsburg rein und dann geht's weiter Richtung Karlsberg. Kleine Verzögerungen im Betriebsablauf. Und es sind eher noch mehr Fahrgäste geworden seit dem letzten Mal. Aber ist ja super, wenn das alles läuft, wenn die ganzen Linien wirklich angenommen werden. Das passt schon so, das ist schon cool. Muss ich mir selber nicht die Mühe machen und da 10.000 Sims hinstellen, sondern das läuft halt einfach so. Wie an der Perlenkette aufgereiht, die Kollegen hier am Bahnsteig. Skeptischer Blick. Und weiter geht's. Nächster Halt, Friedrichsburg Süd. Das ist im Übrigen auch die Station, die ich vorletzte Folge mal am Rande kurz erwähnt habe, dass das ja auch noch ein Bauabschnitt ist, den ich noch nicht im Fokus hatte. Also da wird es auch nochmal eine eigene Folge geben, exakt auf der Höhe von diesem alten Hafen, alten Güterbahnhofsareal. Da fahren wir jetzt nochmal dran vorbei, beziehungsweise machen einen Zwischenhalt über die Stahlbogenbrücke drüber an den Abstellbereichen und kleinen Depots vorbei. Auch eine super Brücke im Übrigen, also ich bin ein großer, großer Fan dieser Stahlbogenbrücke. Und dann haben wir auch den Stadtrand Friedrichsburg erreicht. Ist alles noch mal ein bisschen detaillierter geworden. Ihr seht schon, die Bahnsteige haben sich ein bisschen mehr gefüllt mit allen möglichen Kram. Radfahrer sind dabei, Reisende mit Koffern. Die Gärten links im Bild habe ich noch ein bisschen ausdekoriert. Also lohnt sich, glaube ich, hier in dem Bereich auch noch mal eine Folge aufzunehmen. Und hier rollt ja auch einiges durch. Fernverkehr, Güterverkehr hat hier eigene Gleise und der ganze Regionalverkehr. Auch alles schön bunt gemischt hier, die ganze Geschichte. So, dann weiter Richtung Ramsfeld. Ein sehr detailreicher Bereich. Da bin ich lange dran gesessen. Die Ortschaft an sich ist sehr detailliert geworden und wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, da ist auch dieser Gutshof ungefähr, da kommen wir gleich dran vorbei. Und diese alte Gärtnerei, die sich dort noch befindet, alles sehr, sehr detailreiche Bereiche. Könnte also wieder ein bisschen schwieriger werden mit der Performance dort, weil einfach zu viele Assets verbaut wurden. Ja, hier die Gärtnerei links im Bild. Nett anzusehen. Gemütlich mit 100 km/h unterwegs.
Also es wirkt viel langsamer, ne? Das muss irgendwie an diesem Blickwinkel liegen, den man eben bei den Führerstandsperspektiven bekommt. Die Brennweite möglicherweise, die ist ja schon irgendwie ein bisschen anders, wenn man in die Führerstandsperspektive geht. Ah, super. Links oben mit der Festung im Blick. Das passt schon. Fernverkehr rechts. Güterverkehr links im Bild. So soll es sein. Hier haben wir tatsächlich noch Vanilla-Bahnsteige. Da sieht man auch schön den Unterschied mit der doch erheblichen Bahnsteiglücke, also die Lücke zum Gleis. So, Ramsfeld. Links im Bild, da diese alten Gleise mit den Holzschwellen, das sind die Ausweichgleise für die Güterzüge. So, kurzer Rundumblick. Und weiter geht's. Nächster Halt, Saalfeld. Und ich glaube, er macht tatsächlich Zwischenhalt in allen Bahnhöfen. Saalfeld müsste die letzte Station dann sein, bevor es tatsächlich ins Stadtgebiet oder in den Speckgürtel von Karlsberg reingeht. Da können wir dann gleich nochmal ca. 20 FPS abziehen von der ganzen Geschichte, wenn es nach Karlsberg reingeht. Links den Berg hoch, schön der ganze Weinbau hier. Eine Vectron. Hier hat es ein paar betriebliche Bahnanlagen hier links im Bild. Alter Lokschuppen. Bisschen Rollmaterial abgestellt. Und schön hier rechts im Bild die Schnellfahrstrecke per Schallschutz. So ein bisschen abgeschirmt. Vom restlichen Bahnhof. So, Saalfeld. Links noch ein alter Bahnsteig, rechts der etwas modernere niederländische. Und es steigen noch mehr Leute ein. Wir haben tatsächlich über 100 Passagiere an Bord. Langenfeld, der nächste Halt. Ich habe auch in der Zwischenzeit, also auf diesem Abschnitt, habe ich komplett vergessen, wie eigentlich die ganzen Bahnhöfe heißen. Ich habe einfach auch insgesamt, ich habe viel zu viel gebaut auf der Karte. Viel zu viele Bahnhöfe, viel zu viele Strecken. Das muss auf jeden Fall ein bisschen anders über die Bühne gehen auf der nächsten Karte. Also weniger ist mehr. Dafür alles super schön detailreich, aber einfach mal den Fokus auf erstmal vielleicht zwei Strecken legen oder so und ein Schienennetz mit, sagen wir mal, vielleicht 10 bis maximal 15 Bahnhöfen allerhöchstens. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, das alles noch weiter auszubauen, aber hier, das ist einfach zu viel geworden im Laufe der Monate. Das sollte gar nicht so ausarten, aber plötzlich ist es passiert. So, man sieht auch schon, langsam baut sich schon die Großstadtkulisse im Hintergrund auf. Das ist jetzt auch schon der Speckgürtel, so Vorstadt. Hochhäuser kann man schon schön erkennen. Ja, das sollte gleich noch ein paar nette Bilder liefern, wenn wir da in die Stadt reinfahren, weil ich habe ja irgendwann auch vor einer ganzen Weile mir das ganze Stadtbild an sich nochmal vorgenommen, also im Sinne von Kulissenbau, wer sich daran erinnern kann. Da habe ich ja wirklich jede Menge, einfach nur Gebäude aufgestellt, ohne das irgendwie auszudekorieren, auch ohne irgendwie groß an einem Straßennetz zu arbeiten, einfach nur kulissenmäßig Gebäude hingezimmert, ohne Ende. Einfach um eine richtig fette Kulisse außenrum eben zu haben. Und
Das werden wir auch gleich nochmal schön zu sehen bekommen. Auf jeden Fall keine schlechte Baumaßnahme. Na, rechts im Bild der Fernverkehr, das müsste tschechischer das City sein. Mit einer Taurus bespannt. So, dann haben wir es gleich. Die letzten paar Gleiskilometer. Und jetzt geht's in die Großstadt hinein Richtung Karlsberg Hauptbahnhof. Ja, ja. Gibt schon ein bisschen was zu sehen hier auf dem Weg zwischen Königsburg und Karlsberg. Ich muss schon sagen, ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich hier selber jetzt gerade zu sehen bekomme. Gut, jetzt wird es natürlich alles wieder ein bisschen zu stottern anfangen. Das ist klar, in dem Bereich, da ist Hopfen und Malz verloren, was die Performance angeht. Das ist schon grenzwertig hier alles. Ich hoffe, es ist noch einigermaßen erträglich hier. Links Abstellbereiche und Instandsetzung der S-Bahn. Und was hier oberhalb quasi die Gleise quert, das ist die Schnellfahrstrecke Richtung Flughafen und dann Königsburg. Auch noch einer der letzten Bauabschnitte. Und alles vollgeschnürt hier, die ganze Geschichte. Schön bunt. Da habe ich mich ausgetobt. Mit der Graffiti-Mod. Rechts das Betriebswerk für die Lokomotiven. Ah. Schon nett anzusehen. Muss man schon sagen. Ja, und obwohl ich es natürlich, wie gesagt, maßlos übertrieben habe auf der Karte, zumindest in meinen Augen, aber ich bin schon echt zufrieden mit den Ergebnissen. Also es ist immer wieder wirklich durchaus befriedigend, hier durchzufahren. So. Schon cool. So, endlich. Karlsberg Hauptbahnhof. Circa Gleis 15 oder so dürfte das sein, wo wir hier reinkommen. 16, 17, keine Ahnung. Habe ich ja auch alles so ein bisschen thematisch aufgeteilt. Also ganz links hier drüben im Bild S-Bahnen, dann Regionalverkehr eher so ein bisschen an die Seiten gedrängt und in der Mitte größtenteils der ganze Fernverkehr. Damit das auch alles irgendwie halbwegs sinnvoll aufgeteilt ist. Und es läuft eigentlich sehr zufriedenstellend, die ganze Geschichte. Hier nochmal schön links im Bild ein bisschen älterer Zugverband. Silberlinge mit einer 111 oder so dürfte das sein. Ozeanblau-beige. Sehr schön. So, Endstation. Karlsberg Hauptbahnhof. Bitte alles aussteigen. Und dann verabschieden wir den Metronom auch direkt wieder. Der fährt natürlich wieder zurück nach Königsburg. Ohne uns allerdings diesmal. Man hätte natürlich auch die ganze Rückfahrt nochmal einbauen können. Dann wäre das Video aber irgendwie eine Stunde lang geworden. Ich glaube, es reicht für heute. Gut, mit diesen Bildern, mit Fokus auf den Karlsberger Hauptbahnhof, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, diese Mitfahrtsmaßnahme, und sage danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.